Ministerpräsidentin Schwesig, eine Volksfeindin und Unterdrückerin der Meinungsfreiheit, Landesinnenminister Cafier, ein Provinz-Mielke und Zionist. Und Bundeskanzlerin Merkel, eine zionistische Agentin im Bunde mit Freimaurern und Satanisten. Verschwörungstheorien und ein rechtsextremes Weltbild. Das verbreitet seit mehr als 10 Jahren die Online-Enzyklopädie Metapedia. In der Machart ist die Seite dem populären Wikipedia zum Verwechseln ähnlich. Sobald man aber die Artikel auf Metapedia liest, werden die Unterschiede klar. Die Seite gehört zur international vernetzten rechten Szene. Auf 12 Sprachen können die User inzwischen Artikel über Adolf Hitler und andere Themen lesen. 66.000 Artikel umfasst inzwischen die deutsche Ausgabe. Mehrere hundert davon haben einen Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern. In Mainz, bei der Zentralstelle der Länder für Jugendschutz im Internet, sitzt der Experte für Metapedia, Manfred Werner Schappert, beschäftigt sich seit 2007 mit dessen Inhalten. Die Wahrheit werde dort verbogen, sagt er. Das fängt an zum Beispiel mit Darstellungen wie Adolf Hitler, der in Wikipedia relativ historisch getreu dargestellt ist, der in Metapedia als Künstler, Soldat, Politiker dargestellt wird in dieser Reihenfolge, in denen ich auschwitzleugnende Inhalte hätte oder volksverhetzende Inhalte. Die Verfasser der Artikel schreiben unter Pseudonym. Also ist nicht zu erkennen, wer etwa die Listen über angebliche Linksextremisten in Mecklenburg-Vorpommern angelegt hat. Landesweit, aber auch speziell in Rostock, Greifswald oder Schwerin. Unter anderem wird dort das Ehepaar Lohmeier genannt, das jedes Jahr das Festival Jamel Rock den Förster organisiert. Jeder, der sich gegen rechts engagiert, kann auf den Listen auftauchen. Der eigentliche Sinn davon ist, Kritiker oder Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus so engagieren, einzuschüchtern, Druck auf sie auszuüben und ganz subtil zu zeigen, dass sie das aus Sicht der rechtsextremen Szene nicht tun sollten. Und auch Landespolitiker gehören zu den Feindbildern der Rechtsextremen. Die Ministerpräsidentin wird der Umvolkungspolitik bezichtigt. Sie wolle das deutsche Volk durch Zuwanderer bewusst ersetzen. Auch Landesinnenminister Lorenz Cafier steht ganz oben auf der Liste der Rechtsextremen, wegen seines Engagements für ein NPD-Verbot etwa. Deshalb wird er als arme Leute Himmler oder Provinz-Mielke tituliert. Er sei solche Sprüche aus der rechten Szene gewohnt, sagt uns Cafier. Metapedia halte er für gefährlich. Da der Provider allerdings im Ausland angesiedelt sei, sei es auch schwierig, dagegen vorzugehen. Die Seite ist ja nicht in Deutschland auf dem Provider, sondern die kommt ja aus einem anderen Land, was die Probleme zeigt, wenn man einerseits auf dem Index steht, was dieses Portal betrifft und auch nicht in Suchmaschinen findet, aber andererseits eben woanders der Provider ist, dann ist es durchaus schwierig, solche ja Kommentare, Hasskommentare oder was auch immer, ja, zu unterbinden. Seit 2009 ist Metapedia in Deutschland illegal. Doch der Provider sitzt in den USA, unterliegt also amerikanischen Gerichten. Und weil die rechtliche Lage so kompliziert ist, wird die Seite weiter von der rechten Szene als ideologischer Unterbau genutzt, wächst die Zahl der Artikel fast tagtäglich. Die einzige Chance für ein Abschalten der Seite sieht Cafier in internationaler Zusammenarbeit. Es zeigt nach wie vor auch die Problematik, die wir mit neuen Medien haben, die durchaus Inhalte transportieren können, auf die man, wenn sie von außen kommen, sehr wenig Einfluss nehmen kann, ohne dass ich jetzt von Zensur rede, aber einfach, wenn es um Hetze geht, wenn es um Hass geht, wenn es um Aufruf zu Gewalt geht. Und solange die Politik weitgehend hilflos zusehen muss, werden Städte wie Wismar auf Metapedia weiter zum GAU Mecklenburg und zum Deutschen Reich gehören und unter angeblicher Fremdherrschaft der BRD stehen. Neonazis, Reichsbürger, neue Rechte, sie alle werden weiter an ihrer Online-Enzyklopädie arbeiten. In Österreich wollen die dortigen Sozialdemokraten jetzt gerichtlich gegen Metapedia vorgehen. Es werde mit einem langwierigen und teuren Prozess gerechnet, heißt es. Ja, der Reporterkollege Frank Bräuner hat sich diese Seite etwas genauer angeschaut. Wie umfangreich ist denn diese Liste mit angeblichen Linksextremisten, die da zum Beispiel über Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht wird auf der Seite? Ja, das ist schon eine umfangreiche Liste und es bleibt nicht nur bei Personen. Zu diesen Personen gehören auch SPD-Politiker oder Politiker der Linkspartei, Sozialarbeiter, Studentenvertreter. Es gibt auch Orte, angeblich linksextremistische Orte. Dazu gehört zum Beispiel das Peter-Weiß-Haus in Rostock, also das Literaturhaus, wo man, glaube ich, wirklich nicht von Linksextremismus
anderes sprechen kann, oder das Kulturzentrum Bunte Kuh in Schwerin. Aber es bleibt nicht bei diesen Listen im Bereich Linksextremismus. Es gibt auch noch Listen zum Beispiel über angeblich kriminelle BRD-Politiker. Da steht zum Beispiel Dietrich Monstadt drauf, der CDU-Bundestagsabgeordnete für Westmecklenburg, weil der mal in eine Rauferei an einem Wahlkampfstand verwickelt gewesen sein soll. Und manchmal reicht es sogar aus, einfach nur einen falschen Satz zu sagen in den Augen der Rechtsextremisten. Zum Beispiel der in Greifswald geborene Fußballnationalspieler Toni Kroos. Der hat im vergangenen Jahr Angela Merkel gelobt und prompt einen Antrag auf Metapedia geerntet. Man kann es fast verwechseln, weil Metapedia und Wikipedia sehen sich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Wer nutzt denn nun Metapedia? Ja, ich habe darüber gesprochen mit Mitarbeitern eines Aussteigerprojekts. Also die helfen Menschen, die aus der rechten Szene aussteigen wollen. Und die haben da täglich mit zu tun. Denn das ist wirklich so eine Art ideologische Basis für viele in der Szene. Und da wird einfach auch gnadenlos gelogen auf Metapedia, wenn es zum Beispiel um Fragen geht, wie war es damals mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und dann müssen diese Sozialarbeiter tatsächlich so eine Art Geschichtsforschung begehen und dann argumentieren mit den aussteigewilligen Leuten und ihnen sagen, das, was da steht, ist Unsinn. Und deshalb ist das tatsächlich eine wichtige Sache für die Szene. Wir haben schon gehört, im Beitrag ist angeklungen, es ist sehr schwer, rechtlich dagegen vorzugehen. Wie kann man sich ja als Bürger dagegen wehren, falls man da zum Beispiel auch drauf erwähnt wird? Als Bürger dagegen wehren ist wirklich schwierig. Wir haben ja schon gesehen, wie die Politiker reagieren, nämlich extrem vorsichtig. Tatsächlich, wir haben es eben schon gehört, der Provider steht in den USA. Das heißt, da müsste die amerikanische Regierung und amerikanische Gerichte tätig werden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, welche Administration gerade in Washington herrscht. Das ist fast aussichtslos. Tatsächlich könnte man versuchen, auf EU-Ebene was anzustoßen und dann vielleicht mit den Amerikanern ins Gespräch zu kommen. Aber das ist schwierig. Wir haben den Jugendschutzexperten eben gehört. Die versuchen, den Verbreitungsradius von Metapedia zu beschränken, indem sie zum Beispiel nach Links im Internet suchen. Auch das ist illegal, wie die ganze Seite. Man darf nicht auf sein Facebook-Profil einen Link stellen. Aber auch das ist schwierig, denn ich habe das ja auch getan und nach Metapedia gesucht. Es ist mir sehr schnell gelungen. Vielen Dank für die Information, Frank Bräuner.